Hallo und willkommen bei German Blank in Airgun Reviews. Diesmal mit einem Review des CO2-Gewehres Norconia QB78D. Nagelneues Teil, gerade frisch auf dem deutschen Markt. Die Waffe hier wurde mir freundlicherweise von meinem WPU-Kollegen, User und Mitglied 454B36 zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal an dich dafür. Und unterm Video findet ihr einen Link von WPU, das ist echt ein super Forum, schaut mal rein. Dann kommen wir mal zur Waffe. Das Teil ist made in China, kostet im Moment so um die 119 Euro. Die Gesamtlänge von dem Gewehr beträgt 101 cm. Das Gesamtgewicht sind um die 2,7 Kilo. Das ist wie gesagt ein CO2-Gewehr, wird betrieben mit 12 Gramm CO2-Kapseln. Die werden hier vorne reingeladen und schraubt das hier ab. Ich kann das jetzt leider nicht zeigen, weil noch welche drin sind. Schraubt das hier ab, dann kommt eine CO2-Kapsel mit der Anstechstelle nach unten rein und die andere nach oben mit der Anstechstelle. Dann dreht ihr das wieder zügig fest drauf und dann ist das System unter Druck. Von der Optik her muss ich sagen, ist das der absolute Hammer, dieses Gewehr. Ich habe da schon von der Verarbeitung auch, ich habe das schon von einigen gehört, die das jetzt haben, das Gewehr, dass die Qualitätsstreuung da wohl sehr groß ist. Also der E36 hat hier Glück gehabt. Dieses Gewehr hier ist auf jeden Fall kein Montagsmodell. Viele haben Probleme hier mit dem System hier vorne, dass das undicht ist. Oder es gibt Kratzer, Macken im Holzschaft oder am Lauf, in der Brunierung. Das hat das Ding eigentlich hier gar nicht. Es hat nur eine kleine Macke. Das ist hier so ein bisschen ausgefranst, ne? Aber ansonsten ist das, finde ich, für 119 Euro der absolute Hammer, dieses Teil. Es fühlt sich richtig satt und wertig an in der Hand. Liegt sehr gut in der Hand. Lässt sich sehr gut in Anschlag nehmen. Ein wirklich tolles Gewehr, muss ich sagen. Also ich habe bisher nicht so viel gehalten von so China-Gewehren. Aber Norconia hat da, glaube ich, schon auch mit dem B36 und dem B88 schon ganz gute Teile geliefert. Und das Ding hier ist jetzt im CO2-Bereich echt so ein kleiner Knaller, würde ich mal sagen. Ja. Was nicht so schön ausgeführt wurde, ist die Beschriftung, aber das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so wichtig. Das ist hier so ein bisschen blass. Norconia, Germany, QB78, hier Kaliberangabe 4,5 mm, erkennt man kaum. Warnhinweise. Also ich finde das wie gesagt nicht so wichtig wie die Seriennummer. Die Brünierung ist relativ gut ausgeführt. Schönes, sattes Schwarz, vielleicht Anthrazit, eine schöne gummierte Schaftkappe, sieht auch sehr gut aus und fühlt sich auch sehr gut an. Die Maserung vom Holz ist sehr schön. Linksseitig haben wir hier eine Schaftbacke. Das ist alles wirklich sehr schön ausgeführt. Wir haben ja auch eigentlich so gut wie kein Plastik. Es ist halt Holz und alles, was wie Metall aussieht, ist auch Metall. Bis auf die Sicherung. Das ist eine Abzugssicherung, wo das System gespannt ist. Wenn man die hier so umklappt, ist der Abzug, läuft er ins Leere. Wenn man die dann so nach vorne klappen lässt, kann man schießen. Das ist keine automatische Sicherung, die geht nicht automatisch beim Spannen rein. Die muss man manuell einlegen. Das ist hier das einzige Plastikteil. Ich zeige euch mal, wie ihr das Teil im Diabolo laden könnt. So ein Einzelschuss-Repetierer halt. Ihr klappt den Kammerstängel nach oben, zieht ihn nach hinten. Dadurch wird dann hier vorne
die Lademulde freigegeben quasi. Da könnt ihr dann euer Diabolo einlegen und schiebt dann den Kammerstängel wieder nach vorne und schiebt damit das Diabolo in den Lauf. Das nach vorne schieben geht dann ein bisschen schwieriger, damit spannt ihr das System. So, dann wird das Ding runtergeklappt und dann könnt ihr abdrücken und schießen. Der Schussknall, ich weiß nicht, wie das auf der Kamera jetzt hier rüberkommt, ist, ja, ich würde sagen, moderat. Also ist nicht wirklich super laut, aber auch nicht leise. Ich kann ja noch einmal ein bisschen näher an die Kamera ran. Vielleicht hört man es. Also ich finde den ganz okay. Sieht auch wirklich sehr edel aus hier mit dem goldenen Kammerstängel und Abzug. Passt alles sehr gut zusammen. Ist echt gelungen, das Teil. Auch hier das Spannen, das geht alles, also hier wackelt nichts, das geht alles ziemlich satt. Fühlt sich alles wertig an. Fühlt sich echt nicht billig an. Der Abzug ist nicht so das Sahnestück an dem Gewehr. Vorzugsweg oder irgendwas ist halt nicht einstellbar. Ja, kann man auch nicht unbedingt erwarten bei dem Preis. Er ist sehr kratzig. Müsste man vielleicht mal das System vom Schaft trennen und mal den Abzug, die ganzen Abzugsteile ein bisschen polieren. Ich glaube, man hört das sogar, dass er kratzt. Vielleicht gibt sich das auch nach ein paar hundert Schuss. Der hat nicht wirklich, also hat eigentlich keinen definierten Druckpunkt. Ich zeige es nochmal. Der Schuss bricht relativ schnell. Es gibt so einen ganz, ganz kleinen Vorzugsweg und dann zack, dann bricht der Schuss auch schon. Relativ unvermittelt. Also es ist, man kann sich damit arrangieren, nach ein paar Schuss hat man das drin. Dann kann man das ungefähr abschätzen, bis wo man gehen kann, bis der Schuss bricht. Ja, gut. Also der Abzug ist nicht unbedingt das Sahnestück, aber damit kann man sich arrangieren. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Lässt sich trotzdem ziemlich präzise schießen, das Teil. Dazu trägt natürlich auch diese, wie ich finde, echt brauchbare Visierung bei. Wir haben hier Kimme und Korn und die Kimme ist seitlich hier mit dieser Schraube verstellbar und in der Höhe mit der hier. Das ist eine Fieberoptikvisierung. Hier hinten habt ihr so eine gelblichen Punkte drin und vorne habt ihr ein rotes Korn. Das ist hier auch echt super verarbeitet alles. Und ich habe das Teil jetzt einfach mal out of the box geschossen, ohne dran zu stellen, um zu gucken, wie es ist. Also mein WPU-Kollege, von dem ich das hier gekriegt habe, der hat das geschickt gekriegt und direkt an mich weitergeleitet. Der hat das also selber noch nicht geschossen. Und ich habe das out of the box geschossen und ihr seht das ja gleich im Anschluss, im Schusstest, echt ein super Ergebnis hingekriegt und habe das dann nicht nochmal anders eingestellt, weil ich das schon echt klasse so fand. Ihr seht dann danach auch nochmal ein 30 Meter Test mit einem Zielfernrohr, was er dabei gelegt hat, das zeige ich euch gleich nochmal. Also die Visierung finde ich extrem brauchbar und gelungen. So wie eigentlich alles an dem Gewehr. Also man kann da einfach nicht meckern. Ich zeige euch mal kurz das Zielfernrohr, was ich da mitgeschickt bekommen habe. Das ist das Konus Pro 4x32. Staubschutzkappen dabei. Das hat eine Frontparallaxenverstellung. Und das funktioniert richtig super. Lässt sich sehr gut anpassen. Und ich muss sagen, irgendwie passt dieses Zielfernrohr auch zu der Waffe. Hier ist die Höhenverstellung. Ist klar, seitlich. Komplett Metall und da habe ich, wie gesagt, auf 30 Meter auch gar nicht so schlechtes Ergebnis hingekriegt. So, so würde das aussehen, wenn ihr das montiert.
ist eine 11 mm Schiene hier am Gewehr. Hier über die gesamte Länge und hier vorne noch das Stück. So will das wie gesagt aussehen. Wenn ihr festen Zielfinderraum montieren wollt, würde ich empfehlen, die Kimme hier abzuschrauben komplett. Könnt ihr das so anbringen. Kann man immer noch sehr gut beladen. Stört nicht. Aber wie gesagt, die Kimme würde ich dann entfernen. Ob mit oder ohne Zielfernrohr. Für 119 Euro finde ich, ist das echt ein Knaller. Gut, man muss ein bisschen Glück haben mit der Verarbeitung. Aber man kann es ja im Notfall einfach wieder zurückschicken und sich nochmal eins kommen lassen. Also hier hat der B36 echt Glück gehabt mit dem Teil. Denn das finde ich absolut annehmbar. Das würde ich so auch behalten. Von der Schussleistung her kann ich leider kein Kroni-Messergebnis gleich vorweisen im Schusstest. Denn den Kroni, den ich mir ausgeliehen hatte dafür, hat leider den Geist aufgegeben vorher. Das heißt, wir machen da gleich im Schusstest einen Test mit einer Dose. Das sage ich aber gleich nochmal im Test selber. Und ich kann aber schon mal versprechen, das Teil hat auch ganz schön Bums. Und insgesamt kann ich da also jetzt schon eine Empfehlung geben. Aber schaut euch einfach jetzt gleich das Ergebnis nochmal an. Und im Endeffekt müsst ihr dann wie immer selber entscheiden. Bis gleich. Ich habe nochmal ganz kurz zwei Sachen als Nachtrag, die ich eben vergessen habe zu erwähnen. Wäre zum einen natürlich die Anzahl an Schüssen, die ihr da rauskriegt, interessiert euch ja sicherlich. Die liegt so bei 100. Roundabout 100 Schuss kriegt er raus. Ich habe jetzt bisher so 75 verwertbare Schüsse gehabt. Zu mehr war ich jetzt noch nicht gekommen. Ich habe von anderen gehört, die haben so um die 100 Schuss rausgekriegt. Das hängt sicherlich auch dann immer von der Umgebungstemperatur ab bei CO2. Aber das ist so roundabout die Schussanzahl, die er rauskriegt. Und dann hatte ich vorhin erwähnt, dass der Abzug relativ kratzig ist und natürlich der ein oder andere vielleicht gerne das System mal entschäften möchte und hier das System mal rausnehmen möchte aus dem Schaft. Das ist auch eigentlich ohne weiteres möglich. Dazu müsst ihr hier diese Mutter lösen. Hier geht eine Schraube durch einmal, die das System hält. Wenn ihr das gelöst habt, kriegt ihr es aber noch nicht raus, denn hier ist der Sicherungshebel im Weg. Das lässt sich aber auch ganz einfach bewerkstelligen, indem ihr einfach mit einem großen Inbusschlüssel gegendrückt von der anderen Seite, dann kommt das schon ein Stückchen raus und dann drückt von oben noch so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Splint dagegen. Den könnt ihr dann noch mit so einem ganz kleinen dünnen Schraubendreher nach oben drücken und dann könnt ihr den Sicherungshebel komplett entfernen und könnt das System hierdurch rausnehmen. Das nochmal kurz so als kleiner Tipp für die Bastler unter euch, die da vielleicht ein bisschen was optimieren wollen oder einfach den Abzug mal ein bisschen gängiger, leichtgängiger machen wollen. Okay, weiter mit dem Schusstest. So, wir kommen jetzt zum ersten Teil des Schusstests der Nokonia QB78. Das wird jetzt erstmal ein Power-Test sein, sage ich mal. Und zwar versuchen wir jetzt mal diese normale Konservendose, die hier oben im Bild seht, beidseitig zu durchschlagen, hoffe ich, wenn wir mal sehen. Ich hatte mir eigentlich einen Kroni ausgeliehen für diesen Test, um die genaue Energie hier mal zeigen oder bestimmen zu können. Nur leider funktioniert das Teil nicht. Und somit werden wir das Ganze jetzt ein bisschen schätzen. Als Vergleich habe ich meine Crossman 1377 mit 10 Pumphüben aufgepumpt. Und mit den H&N Target Trophy, Field Target Trophy Green, die ich jetzt benutze, hat die auf 10 Meter beidseitig die Konservendose durchschlagen und hat so ungefähr eine Mündungsgeschwindigkeit von 190 Metern die Sekunde. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die QB schlägt. Erster Schuss mit H&N Field Target Trophy Green. Los geht's.
So, dann hole ich das Teil mal. Schauen uns das Ganze mal an. Also, hier haben wir den Einschuss und hier haben wir den Austritt. Das heißt, das Teil hat doch ganz schön Dampf. Auf 10 Meter hat es so eine handelsübliche Konservendose beidseitig durchschlagen. Nicht schlecht. Leider können wir jetzt nur schätzen, aber das wird dann auch mindestens 170 Meter die Sekunde gewesen sein, wenn nicht mehr. Also noch ganz schön Dampf das Teil. Das zum Durchschlagstest, jetzt gucken wir mal, wie sie sich auf Zielscheibe schlägt. So, nun kommen wir zum Schusstest auf Scheibe. 10 Meter Entfernung, freistehend. Ich werde jetzt 5 Schuss mit dem H&N Terminator abgeben. Über die offene Visierung, out of the box, ich habe da noch nichts verstellt. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie präzise das Teil ist. Los geht's. So, und der letzte. So, das waren die 5 Schuss. Gucken wir uns das Ganze mal an. So. Also, ich finde das gar nicht so übel. Das Teil ist, wie gesagt, out of the box. Ich habe da nichts eingestellt bisher. Über die offene Visierung, 10 Meter Entfernung. Finde ich gar nicht so schlecht jetzt, die Gruppe. Wenn man da jetzt noch 2-3 Scheiben übt mit dem Teil und nochmal ein bisschen Feinarbeit leistet, man kann ja die Kimme seitlich und in der Höhe verstellen, dann kriegen wir da sicher noch eine etwas kleinere Gruppe hin. Das erstmal dazu. Jetzt seht ihr gleich noch das Ganze nochmal mit dem mitgelieferten Zielfernrohr. So, jetzt haben wir hier den letzten Teil vom Schusstest. Jetzt habe ich das Konus Pro 4x32 verbaut. Sieht dann so aus. Und damit versuche ich jetzt mal auf 30 Meter als erstes mit H&N Field Target Trophy Green die Dose zu lochen. Genauso eine Dose wie eben. Normale Konservendose, 30 Meter Entfernung. Und danach schieße ich links daneben auf die Zielscheibe nochmal mit 5 Schuss. Der Hund ein Terminator. Schauen wir mal, wie sie sich jetzt auf lange Distanz hier schlägt. Los geht's. Zuerst kommt die Dose. Im Anschluss gehen wir dann mal nah ran und gucken uns an, wie das Ganze aussieht. Ja, das war nix. Das habe ich verrissen, sorry. So, das war die Dose. Und jetzt liegt es daneben nochmal 5 auf Scheibe, freistehend. Nummer 1. Zweite. Dritter.
Vierter. Na, der letzte will dich. So, jetzt kommt der letzte. So, das waren die fünf. Ich gehe jetzt mal näher ran und zeige euch mal das Ergebnis. So, da sind wir jetzt. Ich zeige euch erstmal die Dose. Das waren, wie gesagt, 30 Meter Entfernung. Hier haben wir ein schönes Einschussloch. Und die zweite Wand hier, also man sieht das so ein bisschen, wurde zumindest, hat zumindest eine Delle und einen kleinen Riss. Und hier haben wir das H&N 4 Tage Trophy Green Diablo. Also auf 30 Meter Entfernung hat das Teil echt noch einen ganz schönen Punch hier. Nicht schlecht. So, und dann die Scheibe. Hier muss ich gleich sagen, das war meine Schuld, nicht die Schuld vom Gewehr oder vom Zielfernrohr. Da habe ich gewackelt. Ja, ansonsten sehen wir hier gar nicht so übel. Das sind 30 Meter Entfernung mit einem CO2-Gewehr, made in China. Also, was ich schon vorhin im Review gesagt habe, kann ich jetzt nach dem Schusstest nur bestätigen. Ich bin absolut begeistert von dem Teil. Für 119 Euro macht ihr da überhaupt nichts falsch. Das ist einfach, also zumindest das, was ich jetzt hier hatte, ist super verarbeitet. Und ist echt genau, stark und macht einfach nur Spaß. Tja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Hier oder unter dem Video. Und wenn ihr mal wieder reinschaut bei German Blanken Ärgern Reviews. Bis dahin. Ciao.